Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben uns in dieser künftigen Koalition bei der schwierigen Frage der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung geeinigt. Langfristig werden wir das bestehende Ausgleichssystem in eine neue Ordnung überführen, mit mehr Beitragsautonomie, regionalen Differenzierungsmöglichkeiten und einem einkommensunabhängigen Beitrag, der sozial ausgeglichen werden wird. Und weil wir die weitestgehende Entkopplung der Gesundheitskosten von den Lohnzusatzkosten wollen, bleibt künftig der Arbeitgeberanteil fest. Und noch in dieser Legislaturperiode, gleich zu Beginn, werden wir eine Kommission einsetzen, die den Weg genau hierin beschreiben wird und die nächsten Schritte auch festlegen muss. Wir schaffen damit ein robustes Gesundheitssystem, das nicht mehr alle 2 bis 3 Jahre reformiert werden muss. Und wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung besser wird, aber definitiv nicht teurer. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt lange und hart verhandelt mit einem ausgesprochen guten Ergebnis. Denn das, was wir geschafft haben, einen Weg aufzuzeigen für die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens, dieser Weg macht deutlich, dass es erstens gerechter wird, denn wir werden dafür sorgen, dass der Solidarausgleich von allen Einkommen getragen wird. Wir haben einen Weg aufgezeigt, der Arbeitsplätze in Deutschland sichern wird, denn die Arbeitsplätze werden in Zukunft nicht mehr von den Krankheitskosten so stark belastet werden, wie das bisher der Fall war. Und wir haben einen Weg aufgezeigt, der sehr viel mehr Transparenz schafft, denn in Zukunft können dann die Krankenversicherungen auch zeigen, wie gut sie wirtschaften. Uns war ganz wichtig, dass wir ein Modell entwickeln, das deutlich macht, wir wollen die hohe Qualität des deutschen Gesundheitswesens halten. Aber es muss nachhaltig werden, es muss gerechter werden und es muss transparenter werden, und das ist uns gemeinsam gelungen. Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir haben hart, aber wir haben sehr gut gearbeitet. Und es sind Botschaften da, nicht nur, dass wir die Lohnzusatzkosten nicht weiter ansteigen lassen wollen, sondern dass die Krankenversicherung auch in Zukunft eine soziale Versicherung sein muss. Das heißt, immer auch mit sozialem Ausgleich versehen wird. Und es macht sich schon daran bemerkbar, dass im nächsten Jahr, wo ja ein Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung nach den Schätzungsrechnungen zustande kommt, 7,5 Milliarden sind ja in der Diskussion, und da haben wir gemeinsam erreicht, dass dieses Defizit nicht alleine von den Versicherten getragen wird, sondern dass auch die konjunkturbedingten Steigerungen letztlich dann auch ja von allen, sprich vom Steuerzahler, bezahlt werden. Der medizinische Fortschritt muss in Zukunft auch für diejenigen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung beheimatet sind, garantiert werden, und ich denke, wir sind auf einen guten Weg, wenn wir gemeinsam auch in dieser Regierungskommission dann das Gesundheitswesen auch in Deutschland zukunftsfest machen und an den Menschen orientiert, vor allen Dingen auch an den Kranken, weiterhin auf den Weg bringen. Also es gibt ein Prämiensystem mit Sozialausgleich, ist das richtig? Es wird ein System geben, wo ganz wichtig der Arbeitgeberanteil festgeschrieben ist. Das heißt, es werden immer die Arbeitgeber ihren Beitrag zur Solidarität auch leisten. Es wird einen einkommensunabhängigen Anteil geben, von den Arbeitnehmern finanziert, und einen Sozialausgleich, und das ist uns ganz wichtig gewesen, der von allen getragen wird. Bisher wird ja der Sozialausgleich auch geleistet, aber er wird ausschließlich geleistet von den kleinen und mittleren Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze von im nächsten Jahr 3.750 Euro. Das ist nicht fair. Es ist viel gerechter, wenn man sagt, der Sozialausgleich, also der Ausgleich zwischen Arm und Reich, dass die breiten Schultern mehr tragen als die kleinen Schultern, der sollte im Steuersystem geleistet werden auf die Dauer, denn das ist das faire und gerechte System, das alle Einkommen gleichmäßig beteiligt. Und uns ist wichtig gewesen, deutlich zu machen, dass wir sehr viel mehr Transparenz herstellen, nämlich dass klar ist, über mehr Beitragsautonomie der Krankenversicherung, was leistet eigentlich die einzelne Krankenversicherung, wie gut macht sie Verträge, wie gut sorgt sie dafür, dass integrierte Versorgung stattfindet, dass eine Erkrankung durch ambulante, stationäre oder Rehabilitationsbehandlung
durchgehend gut behandelt wird und dass wir nicht die bekannten Systembrüche, die bisher das deutsche Gesundheitswesen belastet haben, weiterhin auch tragen. Also mir ist, darf ich dazu vielleicht auch, mir ist wichtig hier noch anzufügen, dass wir nicht nur den einkommensunabhängigen Beitrag wollen, sondern die Regierungskommission hat auch den Auftrag, wiederum auch in der Fortschreibung des Gesundheitswesens eine Beitragsautonomie der gesetzlichen Krankenversicherung auch wieder herbeizuführen. Und dieser Beitragsautonomie wollen wir auch einen regionalen Schwerpunkt geben in der Zukunft. Also nicht nur in Richtung Prämie, sondern es wird Zukunft eben auch weiterhin Beitragsautonomie der gesetzlichen Krankenversicherung geben und natürlich dann einen einkommensunabhängigen Beitrag, aber der immer sozial ausgeglichen werden muss. Also Solidarität heißt ja, der Starke hilft dem Schwachen. In Bezug auf das Gesundheitssystem heißt es, die Gesunden helfen den Kranken. Genau das wird das künftige Gesundheitsmodell leisten müssen. Und den ebenso wichtigen Ausgleich zwischen Arm und Reich, und das hat Frau von der Leyen dargestellt, den wird es vor allem über das Steuersystem dann geben müssen. Das ist wesentlich gerechter, als wenn man den Ausgleich zwischen Arm und Reich nur innerhalb der gesetzlich Versicherten hätte. Denn das steuerliche System umfasst dann alle, auch die jeweils steuerpflichtigen Einkommensarten. Und hier ist eben das, was wir uns vorstellen, nämlich Solidarität der Reichen mit den Armen, eben über das Steuersystem. Und im Gesundheitssystem wird es künftig dann die Solidarität der Gesunden mit den Kranken geben, also ein deutlich gerechteres System. Und auch der einkommensunabhängige Beitrag liefert die Möglichkeit natürlich für eine Regionalisierung. Denn wenn die Krankenkassen Beitragsautonomie haben und sie selber diesen einkommensunabhängigen Beitrag festlegen können, dann wird er ihnen natürlich auch zur Verfügung stehen und damit natürlich auch regional jeweils am Standort zur Verfügung stehen. Der Zusatzbeitrag, wie geplant jetzt eben, können die Kassen ihn stärker anheben. Erste Frage, zweite Frage, firmiert das Ganze denn jetzt weiterhin unter dem Begriff Gesundheitsfonds? Über den Zusatzbeitrag, der bleibt im nächsten Jahr unverändert. Das heißt also 1%, die Deckelung, die wir bisher hatten, die wird auch für das Jahr 2010 bleiben, weil es uns ganz wichtig ist, in konjunkturellen schwierigen Zeiten nicht die Last der Versicherten hier sozusagen zu sehr zu beanspruchen. Ja, und wir hatten ja in den letzten Tagen in der Tat Diskussionen über das Thema des Gesundheitsfonds, aber ich glaube, wir haben das sehr partnerschaftlich auch gemeinsam miteinander besprochen und es bleibt bei dem, was wir in den letzten Tagen gesagt haben, es hat nur 3 Tage länger gedauert, dass es nochmal sagt, nämlich klar, wir brauchen im Augenblick den Gesundheitsfonds, weil wir im bestehenden System sagen, wir gehen jetzt den nächsten Schritt kurzfristig weiter. Es wird dann die Regierungskommission eingesetzt und die wird das jetzige bestehende System überführen in ein neues System. Ganz, ganz wichtig ist, dass der einheitliche Beitragssatz nicht ansteigt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Er bleibt gleich. Man kann sich darauf verlassen, dass sich daran jetzt nichts ändert. Deshalb hatten wir auch immer innerhalb der Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir unterscheiden müssen, was sind eigentlich die Einnahmeausfälle bei dem Defizit, die krisenbedingt sind. Damit können wir die Versicherten nicht alleine lassen, sondern das werden gesamtstaatliche Maßnahmen sein, die das ausgleichen müssen. Aber was liegt im Gesundheitswesen selber auch drin an Kostensteigerungen? Da wird im Gesundheitswesen darüber diskutiert werden müssen, dass genauer hingeschaut wird, was ist notwendig, aber wo sind einfach noch Einsparpotenziale, die nicht genutzt worden sind, wo gibt es Schnittstellen, Verluste, die überflüssig sind. Entscheidend ist, dass zunächst einmal sich nichts ändert am System selber, aber die Regierungskommission dann den neuen Weg zügig dann auch beschreiben wird und in den Details vor allen Dingen festlegen. Und die genaue Formulierung wird Ihnen ja gleich nochmal schriftlich ausgeteilt werden. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Und die lautet eben, das bestehende Ausgleichssystem wird überführt in eine neue Ordnung, also in ein neues System, um Ihre Frage auf diesem Wege zu beantworten.